Ich hätte die Dodos genommen, würden die Fleisch droppen, vernünftiges, ne? Machen sie aber nicht. Nee, machen sie nicht, deswegen gibt's auch Mütze. Für die Lystros. Tut mir leid. Also hier steckt ein Ah, Bronto da vorne ist fest. auch alles fest. Voll fest, sag ich schon. Ja, Kühe Mario hat mir schon erzählt, was da wieder los war mit dem guten Wursttypen. Muss ja den Namen nicht direkt sagen. War sehr interessant, dass Twitch dann da auch irgendwie Freundschaftsvorschläge macht für so einen Deppen. Das ist echt der Wahnsinn. Hier sind ganz viele Todos. Er ist auch so ein Typ, der einfach nur auf Stress aus war. Ja. Der war irgendwann gebannt und weiß nicht, hat er letztens Leute angeschrieben. Also ich weiß gar nicht, er kann ja nur nichts im Chat schreiben, aber Leute kann er trotzdem noch nerven und irgendwie hat er letztens geschrieben, ja, hier irgendwie die Vollspasten haben mich direkt gebannt ohne Grund. Weiß der schon genau, was los ist, weil, ne, hat schon einen Grund, wenn er so schreibt. Ja. Ja, damals hat er mich ja dann, wo er gebannt wurde, hat er mich ja angeschrieben und drum gebettelt, irgendwie. Tut ihm leid und überhaupt und hast du Ja, nicht und er gesehen. weiß nicht, warum er beleidigt hat und ihm war langweilig. Ich meinte, er, Alter. Ich habe gefragt, wie alt er ist. Das kannst du dir doch denken. Fünf. Naja, jetzt hat er wieder angefangen, rum zu haten. Naja, soll er machen. Lerneffekt null. Ja. Ey, bleib hier, Para. Fällt irgendwann aber auch ordentlich auf die Schnauze. Also von daher. Ey, Jeder bekommt seine gerechte Strafe. bleib hier, da sind Piranhas im Wasser. Hallo, ich bin hier. Ich Willst du brauche Essen, nicht die den Para Piranhas. umbringen? Der Ach, gute jetzt bleib Para. stehen. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Mike, komm, schleicht sich von der Seite an. Nein, So. Dodo, nicht springen. Oh Gott. Da ist er weg. Och, Alter, ey, ist doch nicht wahr hier. Bin dafür, dass die Dodos hier gleich mal anfangen, Eier zu legen. Meinst du, das wird so ergiebig, dass wir davon essen, uns Also so ernähren ein können? bisschen schon, ja. Ich verspreche mir auch ein bisschen was von. Ja, Kühe, weißt du, ne? Direkt als Freund adden. Solche guten Freunde findet man selten. Das stimmt. Wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde. Nein, kaputt. Was fehlt mir? Thatch. Irgendwo in der Kiste. Oh, das sind Dido. Die kann ich mir auch noch einverleiben hier. So, nehmen wir mal das Ei Habt ihr raus. eigentlich schon irgendwie einen Biber gesehen oder sowas? Nee, noch gar nicht. So, reparieren wir mal die Axt. Hallo Dilo, komm mal her. Du hast bestimmt Essen. Hallo. Level Ach hier, 68. das ist ja lustig. Ja. Jetzt habe ich mir auch mal die Mauer angeguckt, ja. Die kleine. Irgendwie sieht die schon witzig aus, aber irgendwie auch ein bisschen nutzlos aktuell. Na, einfach nur mit Moos bewachsen. Boah, ey, zwei Fleisch aus dem Dilo ist Wahnsinn. Ich kann mein Inventar wieder ausmüllen. Oh, da ist ein Sarko. Nee, den hole ich mir nicht. Ja, wieso? Zu dritt? Ein Geht schon. Sarko? Nee, Schaffen vergiss wir. es. Vergiss es. Rennen da vorne auch ein Dilo? Ja, sehr schön. Wahrscheinlich kommt gleich irgendein Raptor aus dem Gebüsch gesprungen, weil der Dilo hier einfach nur als Lockmittel dient. Das wäre bitter, da habe ich jetzt irgendwie die ganze Zeit gar nicht dran gedacht. Ich renne hier im tiefsten Oh, Urwald ein rum. 112er Dilo. Ja, Freund, lohnt sich. warum rennst du weg? Sag mal. Ey, der ist irgendwie. Der hat noch Freunde irgendwo, das ist ein Herzchen. Warum rennt der weg? Was ist mit dem los? Was ist mit dem falsch? Der ist Level 112. Was? Nein, ach verdammt, die wollte ich ja gar nicht herauspacken. Komm, da musst du halt leider dran glauben. Dein Freund ist weggerannt oder deine Freundin Pech gehabt. Irgendwas ja immer. Aber die Mädchenbabys lasse ich auch hier. Warum kriege ich hier die ganze Zeit denn bitte Heid raus? Ist doch nicht zum Aushalten. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich vorrangig? Fleisch. Und sonst so? Holz. Steine. Alles. Das Das Übliche, kennst du Übliche. doch. Naja. Du spielst doch schon ein paar Tage ARK. Ja, aber, ne? Hätte ja sein können, dass jetzt irgendwelche Pläne existieren. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja. Hausbau. Hausbau. An dem Scheiß, die du gerade zwei Dings hier, zwei Fleisch raus, ist ja nicht. Das ist irgendwie die ganze Zeit so, ne? Bin ich denn hier gelandet? Irgendwo, nirgendwo. Also Fleisch ist hier aktuell noch so ein bisschen, ne? Ich sag dir, hau die Dodos Ein um. bisschen knappig, aber das bringt ja nichts. Ich meine, das Fleisch so essen ist doch nicht so gesund, Habe ich oder? aber auch schon gemacht. Das ist Ja, aber okay. das zieht übelst wenig nur ab.
richtig wenig. Kann man eigentlich ganz normal essen. Wenn man nicht gerade eh schon mit den Lebenspunkten am Arsch ist, aber ansonsten geht das. So, sehr schön. Steine ohne Ende. Guck ich mal auf die Karte da hinten. Müsste ich hin. Ja. Das ist echt sammeln. Wahnsinn. Also, was rannte denn da vorne bitte? Ich hoffe, da war irgendwas nicht garstiges. Die Straße manchmal nicht unterwegs. Hallo Trike, bist du denn für Level kaputt. 40? Oh, ist das mies, ich kann es nicht weitermachen. Was kannst du nicht? Ich wollte gerade Nistro umbringen. Das geht nicht, die sind zu süß draufgehauen. Dafür. Da ist er zu mir gerannt gekommen, kurz vor mir stehen geblieben, hat mich angestarrt. No. Nee, das geht wirklich nicht. Der Arme. Jetzt, ach, ne? Nachdem du hier schon alle Lystros umgelegt hast. Ja, immer kurz und schmerzlos, aber das gerade, das war ja schon eine richtige Qual. Herzzerreißend, ja. Hatte ich angeguckt mit seinen großen Lystro-Augen. Bitte bring mich nicht um. Bitte, 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 lieber Hiro Dodo Gott. Genau. Oh, Alter, das Werkzeug. Jetzt schon wieder kaputt. Ja. Es fehlt mir natürlich Holz und Stein, ist klar. Ja, mir fehlt auch Holz. Ach komm, ey. Ein Holz rausbekommen. Da läuft was. Ja, das ist echt bitter hier mit dem Steinwerkzeug. Da kommt man einfach nicht voran. Vor allem, man kriegt so wahnsinnig viel Zeug raus, ey. Unglaublich. So, Level up. Immer kurz hier Movement Speed. Was kriegt ihr denn jetzt schönes? Level 10. So, jetzt muss ich schon wieder was essen. Irre. Einfach irre. Ja, das war auch schon mal besser sortiert, finde ich. Also jetzt zum Beispiel die Drums, die sind eigentlich Level 20 und die stehen ja bei den Level 10 Sachen dabei. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, finde ich. Ja. Ich glaube, ich renne mal dorthin, wo ich vorhin den 100-Tierer Dodo dann umgelegt habe. Weil da ist bestimmt noch ein bisschen was an kleinem Zeug, was man irgendwie killen kann. Was keine Lystros sind. So, ich guck mal kurz, was hier unten noch dazu gekommen ist. Was haben wir denn hier? Wooden Planks. Okay, die brauchen wir wahrscheinlich für irgendwas. Lumber Station, okay. Preserving Campfire. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Sedge? Es fehlt alles. Irgendwie fehlt immer alles. Fresh Firewood? Oh mein Gott. Wir können also Feuerholz bauen. Das brennt länger. Mhm. Ah, mal gucken, ob da vorne irgendwas ist. Hier gibt es nochmal eine richtige Keule. Wooden Club. Lumberwall. Lumber Station. Ja, die richtige Keule, die haben wir doch schon mal nicht. Das war die, die ich gelernt habe, oder nicht? Die Wooden Club. Nee, ist noch eine richtige. Eine richtige, richtige? Ab Level 10 jetzt, oder weiß was? Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich stand unten bei. So, ich sehe es noch nicht. Naja. Lumber Station, also wir können hier irgendwie Holz in Planks und Beams bauen, also Balken. Lumber Foundation, ja. Was ist denn der Unterschied von der Lumber Foundation zu der ganz normalen Holz Foundation? Dass die vielleicht richtig mit noch größeren Stämmen gebaut ist und nicht nur mit so schmalen Holzstückchen. Jetzt ist sie einfach größer. Also könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Bevor ich das jetzt lerne, so, auch nochmal 6 Punkte. Papieren. Ich kann gar nicht so viele Beeren sammeln, wie ich essen muss. Machen wir dazu? Ja. Oha, ein Dilo. Ey, eben kurz das Fenster wieder zu machen. Die Flugzeuge sind so extrem laut heute. Ja. Das ist halt, weil der Wind blöd steht. Die Lumber-Sachen sind billiger in der Herstellung. Ah, okay. Sehr interessant.
Aber sehen die auch anders aus? Oh mein Gott, nein, 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 aus, aus. Piranha? Au, 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 au. Die rote Schrift? Wir warten beide drauf. Hast du ein Schwein, ey? Der letzte Zippel. Lamba ist für Holzplanken. Aber brauche ich denn da auch anderes Baumaterial? Denn ich könnte auch die ganz normalen Foundations bauen. Ich lerne die einfach mal. Ja, und dann musst du wahrscheinlich irgendwas verarbeiten, damit du die überhaupt bauen kannst. Aber wir können... Sag mal, Para, hör auf zu wegzurennen. Willst du den jetzt umlegen oder zähmen? Ich wollte gerade einen umlegen. Hm. Ich lerne mal das Preserving Campfire. Mach mal. So, Fresh Firewood, also das können wir dann, da können wir dann Holz trocknen, das hat eine längere Brenndauer, das ist schon mal gut. Construction Table. Gibt es den denn schon wieder? Construction. Ist ein Tri-Level 12. Okay, macht natürlich total Sinn. Den Construction Table gibt es mit Level 25, aber das Feuerholz könnte ich rein theoretisch jetzt schon lernen. Hätte ich den Construction Table schon. Macht Sinn, finde ich. Was haben wir denn noch? Irgendwas Sinnvolles? Lumber Station. Boah, kostet so viele Punkte, ey. Komm, wir lernen das mal. Oh, Gubbel, Gubbel. Ich habe Glück, dass er nicht so viel Gutes, obwohl. Witze, oh nein, die Dodos. Aber Hiro, dein Achievement hier, töte 20 Dodos, hast du ja sehr schnell voll gehabt, ne? Ja, Empfehlung übrigens, auf Hiros Kanal gibt es ein neues Let's Play, zumindest eine Folge schon mal. Oder ist jetzt schon die zweite raus? Nee. Ist noch eine. Eine Save Folge. The Dodos. Was Hiro natürlich nicht gemacht hat. Er hat schon 28 oder so auf dem Gewissen oder 27, keine Ahnung. Was Lisa Kati da vorhin geschrieben hatte. Er hat sie sterben lassen. Jämmerlichst. Schaut's, ich hab versucht, sie zu beschützen. Ja, das ist nicht so leicht, Leute. Er hat sich stets bemüht. Ja, das stimmt allerdings. Das sieht ein bisschen schwierig aus in einigen Stellen, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Wir haben gut gelacht. Vor allem die Geräusche immer noch von den Dodos, die da immer rumrennen ja. Und rumsterben. Tut mir leid, Lüstro. 27 von 82. Oh, Hiro, da muss dein Herz bluten. Also ich dachte echt nicht, dass es so viele sind. Gar nicht so aufgefallen. Jetzt hat der Lüstro tatsächlich kein Fleisch gedroppt. Was ist denn da los? Was ist denn da falsch? Ja, der will nicht sterben, weißt du? Das ist jetzt ja, der Beweis wenn dafür. Wenn er tot ist, dann kann er auch Fleisch geben. Da hat er keine Wahl mehr gehabt zu sterben oder nicht. Er war schon tot. Hier ist aber... Mann, gab es hier früher schon so wenig Tiere? Ja. Ich weiß nicht. Also eigentlich schon. Das ist ja schön. Ja, schlimm, es gibt wirklich hier nur Dodos. Dodos in Massen, so richtig in Massen. Das rennen da hinten. Pteranodon. Ja, Hiro, du hast sie in die Ureinwohner reingeworfen. Ach, da liegt ein Ei. Muss ich gleich mal essen. Tut mir leid. Pech gehabt. 109 Hide. Das kommt richtig gut fürs Floß, ne? Ich habe auch noch 60. Stimmt, ja. Ja. Fleisch. Und ich habe übrigens 40 Fleisch mitgebracht. 40? Ja. Krass. Ich habe auch noch mal 10. Und Hallöchen, Jimmy. Einen wunderschönen guten Abend. Ich soll natürlich nicht da reinwerfen. Dodo, halt mal das Fleisch. So, dann kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal ein Stückchen weiterbauen hier vom Häuschen. So, machen wir das mal so und so und so und so. So, wir können bauen. Fridge, wieso denn? Ah, Stein brauche ich dafür. Moment. Stein haben wir doch ein bisschen. Ich weiß zwar nicht, warum das an der Fridge gelistet ist, aber ich baue es mal. Pass mal auf, Jo. Kein Tier bei mir unterwegs. Ach, wie schade. Da. Mario, oh, geil. Wie geil ist das denn? Richtig gut. Da brauchen wir Spark Powder für. Und da hängt doch schon Fleisch. Ja, da kann man Fleisch dran trocknen. Wer weiß, wie lange das schon hängt. Lang genug.
Quarkpowder haben wir. Cool, das gute Trockenfleisch. Richtig cool. Ja, dann Hallöchen, Speedy. Schön, dass jetzt der Stream auch bei dir geht. Alter, macht das geil. Man darf einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Guck mal, sieht das geil aus. Krass. Sehr schön. Es wird geräuchert. Räucherware. Ist da Fleisch drin? Nee, aber... es räuchert einfach so. Es ist schon an, sozusagen. Aber da muss ja noch was rein, oder? Ja, muss da rohes rein oder gebratenes? Das ist eine gute Frage. Ja, bestimmt roh. Normal roh. Ich nehme mal 20 raus. Sehr komisch, wenn man das vorher braten müsste. Man kann ja mal beides reinlegen, so. Stimmt, vielleicht kommt was anderes noch raus. Hast du gerade eins gegessen? Nee, ich hab's wieder rausgenommen, eins. So. Ach, machst du eins? Man kann die nicht stacken. Also ich habe jetzt zwei normale Fleisch im Inventar, die ich nicht stacken kann. Irgendwas muss da anders sein. Ominös. Warum ist das so das anders? Das sieht aber schon geil aus, finde ich. Ja, die Dodos gucken bestimmt schon ganz komisch. Richtig chillig hier jetzt. Direkt irgendwie, nur weil das Ding da steht. Da bleiben wir gleich sitzen und bauen uns eine Angel, ne? Gibt's eigentlich hier bei Primitiv Plus auch eine Angel? Bestimmt. Boah, das ist ja auch die perfekte Nahrungsquelle. Ach, hier ist die Mauer, die habe ich jetzt erst gesehen. Ey, das sieht doch voll geil aus. Ja, ich finde auch, dass es echt gut aussieht mit dem Monster. Also ein Deko-Ding, ne? Also. Deko, Ja, eben. Da war es wieder das Zauberwort. Hä, hey, habe ich nicht... Achso, Moment, das war ja nur eine Foundation, die ich gelernt habe. Oh mein Gott. Wood. Ey, hier ist nichts. Kein Wood. Tier. Wood ist schlecht. Oh. Okay, also die Lumber Foundation braucht Wood Planks, die wir gerade nicht haben, und Limestone. Was ist denn Limestone? Kann Small Croplot bauen übrigens. Oh ja, wäre geil. Dann können wir gleich ein Narcoberry Beet bauen. Und die Dodos kacken ja auch genug. Mach ich das doch mal. Brauche noch Bewässerung für, ne? Ja, also am Wasser dann halt gleich. Also wenn es regnet, ist okay, aber... Ja, baust einfach direkt ans Wasser. Boah, was ist denn das ganz unten in der Windmühle? Sieht ja geil aus. Didi, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wir kennen Primitiv Plus auch nicht. Wir wissen nicht, ob die Angel funktioniert. Ich würde einfach mal vermuten, dass es sie auch gibt, aber... Ich hoffe, dass sie dabei ist, weil das wäre ja wirklich primitiv. Fishing... Ach, die gibt's gar nicht. Oder ich sehe anders. Hieß da Fishing Pole. Fishing Rod. Ja. Aber einfach nur Rod? Hier gibt's nichts mit Fisch. Und Rod? Einfach nur Dann gibt's sie ja nicht. Schade. Nein, keine Angel. Schade, schade. Was ist denn das da bei Level 35 ganz links unten? Das ist ein anderes Boot, ein anderes Segelboot. Da ist ein Dilo. Ein Dilo. Komm her, kleiner Das sieht so Dilo. Aus, ne? Mit, sieht aus, als ob man so ein längliches, schmales wäre irgendwie. Ja. Moment. Ach, ich hab ja nichts dafür da. Oh. Auf Musik? Ja, das ist ein Dilo. Ach, jetzt ist mein Pitchfork kaputt gegangen. Was ist das denn für ein Billigkram? Beide kaputt gegangen, hintereinander. Hero hat's gebaut. Ja. Bei mir hat's gehalten. Hast du noch welche? Nee, das waren die letzten. Dann gebe ich dir noch zwei. Das wäre ganz cool. Dankeschön. Bitteschön. Aber wirklich, beide benutzt und beide mit dem ersten Hit kaputt. Ja, das ist echt einfach nur so voll die Lotterie, ne? Ist das ja schon für ein Quark, ey. Apropos Lotterie, wir haben heute gar nicht Lotto gespielt. Tja. Ach, wie schade. Der Millionengewinn wieder nicht. Diesmal hätte er das geschafft, verdammt. Aber auf jeden Fall, das wäre natürlich glatt gegangen, wie die letzten Jahre schon. So, okay, wir haben jetzt zwar noch kein Fenster drin, aber wir brauchen schon Fenster. Ja, keiner. Da würde eh nur die Rauchwolke reinziehen. Eben. Okay, Wood habe ich genug. So, ist halt die Frage, was passiert denn hier?